false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe ja noch nicht genug zu tun, dann nehme ich mir immer noch mal was Neues auf die Schippe, um zu machen. Ich werde demnächst ein Buch lesen auf meinem Kanal von einem 7-Tags-Adventisten. Da werdet ihr jetzt natürlich großen Protest haben. Ja, der Jörg ist doch keiner Kirche angehörig und kein 7-Tags-Adventist. Nee, ist auch richtig. Aber wenn man Bücher von Jesuiten liest, wenn man wie Malachi Martin, The Keys of This Blood, wenn man Bücher liest von Malteserrittern, wie zum Beispiel Avro Manhattan und solche Sachen, dann kann man auch ruhig mal ein Buch von einem 7-Tags-Adventisten lesen. Zumal, wenn es in dem Buch geht um Ökumene und Weltregierung. Und das ist ja im Einklang mit dem Buch von Michael Desemlian, Alle Wege führen nach Rom, was ich gerade lese. Und ich bin im Laufe meiner Untersuchung, als ich die Videos gemacht hatte für die drei Folgen, die ihr ja kennt, von der größte Betrug seit dem Garten von Eden. In der Studie bin ich darauf gestoßen, dass in diesem Buch von diesem 7-Tags-Adventisten etwas geschrieben steht, was ich gerne haben wollte. Deswegen habe ich das Buch gekauft. Und da sind einige andere interessante Dinge drin, die man lesen muss. Das hat ja nichts mit 7-Tags-adventistischer kirchlicher Lehre zu tun, weil da muss ich mich ganz schön durcharbeiten, dass ich da die falschen Lehren nicht übernehme. Aber da habe ich auch einige Dinge schon rausgestrichen aus dem Buch. Aber gut, deswegen bin ich heute nicht hier. Nein, 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 nein. Heute bin ich hier, weil ich mich beschäftigt habe mit etwas, wo ich vor einiger Zeit von einem Bruder in Christus, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil er mir das nicht erlaubt hat, er hat das nicht ausdrücklich gesagt. Ich wollte ja mal das Buch lesen von Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms, wie ich schon öfter erwähnt hatte. Und das Buch habe ich online dann zwar gefunden, aber wollte mir das nicht unbedingt kaufen, und er hatte mir das gesagt, er hätte das als PDF und hat mir das als PDF zugeschickt. Und dann habe ich mir das als PDF angeschaut und dann dachte ich von, oh, das ist aber schön zu lesen. Weil das Buch von Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms, handelt ja auch zu einem Teil von der Ermordung Abraham Lincolns. Charles Chiniquy wurde von Abraham Lincoln, bevor er Präsident wurde, verteidigt. Und ich will das jetzt alles gar nicht vorwegnehmen, das steht alles in dem Buch drin, aber er war ein sehr guter Bekannter von Abraham Lincoln, und Charles Chiniquy wusste durch seine langjährige Tätigkeit als Priester in der römisch-katholischen Kirche genau Bescheid über die römisch-katholische Kirche einerseits und vor allen Dingen über die Jesuiten andererseits. So. Und er hat ein Buch geschrieben, 50 Jahre in der Kirche Roms, das hauptsächlich oder sich zum Teil eben darum dreht, um die Ermordung von Abraham Lincoln. Aber ich suche mir natürlich sowas nicht irgendwo in der Mitte des Buches raus und lese das vor. Nein, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich es von Anfang an. Also habe ich mir gedacht, fangen wir da heute mal mit an. Und deswegen steht hier Pater Chiniquys Erlebnisse. 50 Jahre in der Kirche Roms. Nun, interessant für euch vielleicht ist hier mal festzustellen, dass nach dessen eigenen Mitteilungen zusammengestellt und übersetzt von F. Schlachter, ist der Herausgeber der Miniaturbibel, das ist der Herausgeber der Schlachterbibel, 1951, wie ihr sie kennt, die ich immer gebrauche, wenn es um Bibelzitate geht. Und natürlich ist das Haus immer noch dasselbe, was auch die Schlachterbibel 2000 rausgebracht hat. Die Schlachter 2000 ist korrumpiert, das ist euch ja bekannt. Die Schlachter 51 ist auch korrumpiert, das habt ihr ja spätestens gelernt, als ich Daniel 9, Verse 24 bis 27 im größten Betrug des Garten von Edens besprochen habe. Ja? Das ist ja alles bekannt.
Ich will das nur eben nochmal in Erinnerung rufen, dass ihr nachher, wenn wir an einen bestimmten Punkt kommen, euch daran erinnert, wer das hier übersetzt hat und wer das hier geschrieben hat. Ja? Pater Cinequis Erlebnisse, erster Band, 17. Auflage. Da fangen wir an mit einem Vorwort. Können Cinequis Erlebnisse heute nicht unvermindert beobachtet werden in Politik, Literatur, Film, Presse, Radio, Fernsehen und im Privatleben? Ist dieses Buch nicht zeitlos, unüberlebbar und für die heutigen Tendenzen aktueller denn je? Erfüllen sich darin nicht die nahezu prophetischen Worte des ehrwürdigen Präsidenten Abraham Lincoln, welche er zu Cinequis sprach? Wann hat denn die Kirche Roms jemals über ihre Intrigen und Gräueltaten der Inquisition Buße getan oder ihre gottlos heidnischen Bräuche aufgegeben und ihre ungesetzlichen Anschläge widerrufen? Gräueltaten der Inquisition. Möchte ich euch nur mal eben vielleicht nahebringen, falls ihr das noch nicht wisst, für diejenigen von und meinen deutschsprachigen Zuschauern, die Englisch können. Ich lese im Augenblick das 470 oder ungefähr seitenschwere Buch History of the Inquisition, also Geschichte der Inquisition von Philipp von Limborch. Der hat das Buch 1692 geschrieben. 1731 wurde es von Samuel Chandler ins Englische übersetzt. Der hat das erste Volumen geschrieben, also den ersten Teil. Da bin ich jetzt im Augenblick mit der Mitte des Uploadens ungefähr hoch. Ich fange jetzt an zu lesen den zweiten Teil bei Seite 140 oder sowas. Weiß ich nicht mehr genau. Spielt auch keine Rolle. Aber das halt in Englisch. Und das bringe ich im Augenblick hauptsächlich auf meinem zweiten Kanal, Jogglers War und Disinfo. Also für diejenigen, die Englisch können, den würde ich gerne mal anraten, wenn ihr nicht viel über die Inquisition wisst oder wirklich mal über die Geschichte der Inquisition lernen wollt, folgt meiner Buchlesung des Buches History of the Inquisition, weil eben die Kirche Roms niemals über ihre Intrigen und Gräueltaten der Inquisition Buße getan hat. Wie gesagt, hier mit einem Fragezeichen versehen. Wie viele, fährt er hier fort, sind immer noch Feinde der Freiheit und des Wortes Gottes? Warum wird die Heilige Schrift an vielen Orten heute noch vernichtet und werden, die daran glauben, verfolgt? Weshalb sollte ein Katholik keine anderen Schriften lesen dürfen als die der eigenen Religionsphilosophie? Jetzt könnt ihr ganz laut aufrufen und sagen: Das ist nicht wahr, ein Katholik darf auch die Bibel lesen. Die römisch-katholische Kirche advisiert niemanden, die Bibel zu lesen, sondern den Katechismus. In der römisch-katholischen Bibel sind noch die 10 Gebote drin. Im Katechismus sind sie auch drin, aber anders. Da fehlt nämlich das zweite und das letzte ist in zwei Teile geteilt. Abgesehen davon, dass die römisch-katholische Kirche sich den Hintern wischt an dem vierten Gebot. Du sollst den Sabbat halten. Das ist wieder eine andere Sache. Aber die römisch-katholische Kirche sagt, dass sie aufbaut auf der Bibel und Tradition, aber dass die Tradition über der Bibel steht. Deshalb soll ein Katholik keine anderen Schriften lesen dürfen als die der eigenen Religionsphilosophie, nämlich die eigenen Traditionen. So, und das ist römisch-kanonisches Recht. Könnt ihr ja nachschauen, wenn ihr mir nicht glaubt. Sprachen die Reformatoren Unrecht, als sie die römische Kirche als antichristlich bezeichneten? Hat Rom außer dem Namen etwas mit Christus gemeinsam? Außer dem Namen? Ja, und selbst den Namen haben sie nicht gemeinsam, weil den Jesus Christus, den die römisch-katholische Kirche vertritt, ist nicht der Jesus Christus, den wir kennen aus der Bibel. Ja? Das ist ein anderer Jesus Christus. Jesus Christus wird wiederkommen. Ihm müssen alle Feinde zu Füßen fallen. Ihm allein gehört das Zepter der Weltherrschaft. Er bleibt Sieger, weil er auferstanden ist. Gerade darin unterscheidet sich das Christentum von den sogenannten Weltreligionen. Ihr Gründer Jesus lebt und gibt allein genügsame Sühne für unsere Schuld vor Gott. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Verheißung und Gebot. Die biblische Gerechtigkeit steht im gleichen Verhältnis zu Belohnung und Strafe. Aus Heiligkeit und Liebe zu seinem offenbarten Wort wird Gott einmal abrechnen mit jedermann, entweder zur Gnade oder ewigem Gericht. Das Titelbild zeigt die Geißel als Symbol der Knechtschaft und der Sünde. Das Kreuz Christi, die Scheide von Finsternis und Licht. Ich habe ja jetzt hier das Titelbild nicht mit bei, weil ich ja das Buch als PDF habe. Aber ich habe natürlich hier
das Bild, wie das Buch normalerweise aussieht. Ja? Könnt ihr ja mal sehen, jetzt auf der rechten Seite des Schirms. Das Buch fängt an, die Bibel und der römische Priester. Und ich werde nicht allzu viel kommentieren, weil ich habe ein paar Seiten zu lesen und das möchte ich heute unbedingt schaffen. Mein Vater hieß Charles Chiniquy. Er war in Quebec, der Hauptstadt von Kanada, geboren und hatte im katholischen Seminar dieser Stadt Theologie studiert, in der Absicht, Priester zu werden. Da er aber nur wenige Tage vor der Weihe Zeuge einer großen Ungerechtigkeit in den höheren Regionen der Kirche wurde, so änderte er seinen Sinn, gab die Theologie auf und studierte die Rechte und etablierte sich als Notar. Nun, was Charles Chiniquy hier schreibt, ist ganz interessant. Da er vor der Weihe Zeuge einer großen Ungerechtigkeit in den höheren Regionen der Kirche wurde, erinnert ihr euch an meine Buchlesung von Alberto Rivera, Die Heiligen Väter, wo Alberto Rivera in einer Zeremonie die Hand des Zeremoniemeisters küssen musste und er feststellte, dass der katholische, ich glaube, das war sogar der schwarze General, ne, also der schwarze Papst, der General der Jesuiten, einen freimaurerischen Ring trug. Ich wüsste gerne mal, was hier die Ungerechtigkeit in der höheren Region der Kirche war, was der Vater von Charles Chiniquy erlebt hatte. Nun, nach seiner Verheiratung mit Regina Perrault ließ er sich im Jahre 1808 in Kamouraska nieder, wo ich am 30. Juli 1809 das Licht der Welt erblickte. Ungefähr 4 Jahre nach meiner Geburt siedelten meine Eltern nach Murray Bay über einem neu gegründeten Ort, der damals noch keine Schule hatte. Meine Mutter wurde darum meine erste Lehrerin. Das Lehrbuch, das sie benutzte, bestand in einer französisch-lateinischen Bibel, welche mein Vater bei seinem Austritt aus dem Seminar von seinem Obern zum Geschenk erhalten hatte. Sobald ich das ABC gelernt hatte, ließ mich die Mutter in der Bibel buchstabieren. Sie wählte die Stellen aus, die meinem kindlichen Verständnis angemessen waren, und ließ mich dieselben lesen. Manche Kapitel gefielen mir so gut, dass ich sie immer und immer wieder las, bis ich sie auswendig konnte. So zum Beispiel die Schöpfung und den Sündenfall, die Sündflut, die Opferung Isaaks, die Geschichte Moses, Simons, Davids. Auch mehrere Psalmen, die Reden und Gleichnisse Jesu und besonders die Leidensgeschichte nach dem Johannesevangelium. Diese alle konnte ich mit 9 Jahren frei aus dem Gedächtnis hersagen. Es wurden mir noch 2 jüngere Brüder geboren. Der erste hieß Louis, der war 4 Jahre jünger als ich. Der zweite, Achilles, kam noch 4 Jahre später zur Welt. Wenn die Kleinen schliefen oder zusammen spielten, brachte ich oft mit meiner Mutter die schönsten Stunden meines Lebens hinter der Bibel zu. Während ich vorlas, unterbrach sie mich oft, um zu sehen, ob ich auch verstehe, was ich lese. Wer kann das heute von seinen Eltern noch sagen? Dass sie sich mit ihrem Vater oder ihrer Mutter hinsetzen, die Bibel lesen und während die Kinder die Bibel lesen, sie mal unterbrochen werden, um zu fragen, von hast du jetzt auch verstanden, was du da gelesen hast? Verstehst du, worum es hier geht? Gerne mal eine Rückmeldung von jemandem, der das erfahrungsgemäß mitgemacht hat. Der kann mir ja mal einen Kommentar dazu schreiben in dem Video hier. Bewiesen es ihr meine Antworten, so pflegte sie mich vor Freude zu küssen und an ihr Herz zu drücken. Als ich eines Tages die Leidensgeschichte des Heilands las, ward mein junges Herz so bewegt, dass meine Stimme zitterte und ich fast nicht mehr weiterlesen konnte. Die Mutter bemerkte das und wollte etwas von der Liebe Jesu zu mir sagen, aber Tränen erstickten auch ihre Stimme. Sie legte ihre Stirn an meine Wangen und ich spürte ihre heißen Tränen der Jesusliebe. Auch ich musste weinen und meine Tränen mischten sich mit den ihrigen. Das heilige Buch entglitt meinen Händen und ich fiel meiner Mutter schluchzend um den Hals. Keine Menschenworte vermögen auszudrücken, was wir in jener gesegneten Stunde fühlten. Obgleich, da ich dies schreibe, mehr als 50 Jahre seitdem verflossen sind, dass Jesus mir zum ersten Mal in meinem Leben etwas von seiner Liebe offenbarte, frohlockt mein Herz immer noch, wenn ich daran denke. Wir hatten ziemlich weit zur Kirche. Die Wege waren an regnerischen Tagen außerordentlich schlecht, so dass die benachbarten Farmer dann kaum zum Gottesdienst gehen konnten. An solchen Tagen pflegten sie sich des Abends im Hause meines Vaters zu versammeln. Ich, kleiner Knabe, musste auf einen Tisch stehen und einige der biblischen Geschichten hersagen, die ich gelernt hatte. Die Aufmerksamkeit der Leute und ihre Freude an dem, was ich vortrug, nahm mir bald meine Schüchternheit.
Machte ich müde, so stimmte die Mutter mit ihrer schönen Stimme ein. Mit ihrer schönen Stimme eines jener herrlichen französischen Lieder an, die sie auswendig kannte, und erfreute die Anwesenden damit. Bei schönem Wetter, wenn mich meine Eltern mit zur Kirche nahmen, musste ich oft vor Beginn des Gottesdienstes den vor der Kirche harrenden Andächtigen vom Wagen eines Farmers herab ein Kapitel aus der Bibel hersagen. Begann es dann zu läuten, so drückten sie oft ihr Bedauern darüber aus, dass sie nicht noch länger zuhören könnten. Eines schönen Tages im Frühling 1818, während der Vater in seinem Büro saß und die Mutter nähte, spielte ich vor der Tür mit einem zahmen Vogel, der mir überall hin folgte. Plötzlich sehe ich den Priester auf unser Haus zukommen. Ich erschrak bei seinem Anblick. Er war ein kleiner Mann von unangenehmen Äußern, dabei breitschultrig und korpulent. Sein welkes Gesicht war von langem, ungekämmtem Haar eingefasst und endete in einem tief herunterhängenden Doppelkinn. Ich sprang hinein und meldete den Besuch. Mein Vater empfing den Pfarrer mit freundlichem Händedruck. Pfarrer Courtois, so hieß der Priester, war aus Frankreich gebürtig. Zur Zeit der Revolution unter dem Schreckensregiment eines Robespierre zur Guillotine verurteilt, war er nur mit knapper Not dem Tode entgangen, hatte wie viele seiner Kollegen in England ein Asyl gefunden und kam schließlich von dort nach Quebec hinüber, wo ihn der Bischof die Gemeinde Burray Bay übertrug. Der Priester unterhielt sich lebhaft mit meinen Eltern. Ich hörte ihm mit Vergnügen zu. Da plötzlich stockte seine Rede und sein Angesicht verfinsterte sich. Es herrschte einige Augenblicke eine peinliche Stille in dem Gemach, wie die Windstille vor dem Sturm. Jetzt schaute Pfarrer Courtois meinen Vater an und fragte ihn, »Ist es wahr, Herr Chiniqui, dass Sie mit Ihrem Kind in der Bibel lesen?« »Ja«, antwortete mein Vater ohne langes Besinnen. »Mein kleiner Knabe und ich, wir lesen die Bibel zusammen, und er weiß zu meiner Freude schon recht viel davon auswendig. Wenn Sie erlauben, Herr Pfarrer, so wird er Ihnen gerne etwas hersagen.« »Dafür bin ich nicht hergekommen«, entgegnete der Priester streng, »sondern um Sie zu fragen, ob Sie nicht wissen, dass das Konzilium von Trient das Lesen der Bibel in französischer Sprache verboten hat.« »Ach so«, entgegnete mein Vater, »ho, darauf kommt's mir nicht an, ob ich die Bibel in französischer, griechischer oder lateinischer Sprache lese, denn ich verstehe diese drei Sprachen ungefähr alle gleich gut.« »Aber wissen Sie nicht, dass es Ihrem Kind verboten ist, in der Bibel zu lesen?« fuhr der Priester heftiger fort. »Meine Frau gibt dem Knaben Anleitung im Bibellesen«, antwortete mein Vater. »Daran kann ich nichts Böses finden.« »Herr Chiniqui«, sagte der Priester mit drohender Miene, »Sie haben einen ganzen theologischen Kurs durchgemacht und wissen also, was die Pflicht eines katholischen Priesters ist. Sie wissen, es ist meine unangenehme Aufgabe, Ihnen die Bibel abzuverlangen und sie zu verbrennen.« Diese Worte des Priesters brachten das spanische Blut, das in meines Vaters Adern rollte, in Wallung. Mein Großvater war nämlich ein spanischer Seemann gewesen. Unser Familienname war ursprünglich Echiniquia. Der Vater sprang auf, schnell wie der Blitz. Ich schmiegte mich zitternd an die Mutter und spürte, dass auch sie zitterte. Ich glaubte nichts anderes, als mein Vater würde dem Priester handgemein werden, denn sein Zorn war ob der Frechheit desselben sichtlich entbrannt. Noch mehr aber fürchtete ich für meine liebe Bibel, die gerade vor dem Priester auf dem Tische lag. Ich hatte sie zu Weihnachten erhalten. Zu allem Glück konnte mein Vater seinen Zorn bemeistern. Ohne ein Wort zu sagen, ging er raschen Schrittes im Zimmer auf und ab. Bleich vor Zorn und mit vor Erregung zitternden Lippen murmelte er etwas zwischen den Zähnen, was ich nicht verstehen konnte. Auch der Priester schwieg wohlweislich. Krampfhaft umklammerte er sein spanisches Rohr und blickte unverwandt nach meinem Vater hin, schlich eingeschüchtert durch dessen unerwarteten Widerstand. Endlich blieb mein Vater vor ihm stehen und fragte ihn, »Herr Courtois, ist das alles, was Sie uns zu sagen haben?« »Ja, mein Herr«, erwiderte zitternd der Priester. »Nun gut, wenn das alles ist«, entgegnete mein Vater, »so haben Sie hier nichts mehr zu tun. Sie wissen, wo Sie hereingekommen sind, dort gehen Sie auch wieder hinaus.« Das ließ sich der Gesandte Roms nicht zweimal sagen.
Er war froh, mit heiler Haut davonzukommen. Als er verschwunden war, fiel ich meinem Vater um den Hals und küsste ihn vor Freuden, dass mir meine Bibel geblieben war. Dann sprang ich auf den Tisch und sagte ihm zu Ehren die Geschichte von David und Goliath her, wobei natürlich in meiner kindlichen Fantasie David niemand anders als mein Vater und Goliath der römische Priester war, den er so tapfer aus dem Felde geschlagen hatte. Du weißt, o Gott, dass ich es der Bibel verdanke, die ich auf meiner Mutter Schoß las, dass ich durch dein unendliches Erbarmen zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bin. Jene Lichtstrahlen, die ich damals in mein Herz aufnahm, konnten durch all die Irrtümer der römischen Kirche niemals gänzlich verdunkelt werden. Dank sei dir dafür. Das Fegefeuer und die Kuh der armen Witwe. Der junge Chiniqui hatte sich 2 Jahre außerhalb des väterlichen Hauses bei einem Onkel in St. Thomas aufgehalten, um dort die Schule zu besuchen. Weil aber der dortige Priester der Schuljugend schweres Ärgernis gab, so holte seine Mutter den damals 12-jährigen Knaben auf dessen eigenes dringendes Bitten wieder ins väterliche Haus zurück. Er sollte aber leider vom Regen in die Traufe kommen, wie seine folgende Erzählung aufzeigt. Am 17. Juli 1821, also gut 3 Jahre nach dem Vorfall, den wir gerade eben lasen, kam ich in der Heimat an und verbrachte den Nachmittag und Abend bei meinem Vater. Wie freute er sich, als er mich schwere Probleme der Algebra und selbst der Geometrie lösen sah, denn unter der Leitung des Herrn Jones hatte ich in diesen Fächern ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Der Vater prüfte mich auch in der Grammatik. »Was für ein ausgezeichneter Lehrer muss doch dieser Jones sein«, rief er aus, »in 14 Monaten ein Kind so weit zu bringen.« Wie süß und doch wie kurz waren diese Stunden. Wir hielten Abendgottesdienst. Ich las das 15. Kapitel aus Lukas vom verlorenen Sohn. Darauf sang die Mutter ein Lob- und Danklied. Ich ging mit fröhlichem Herzen zu Bett und schlief so süß wie selten in meinem Leben. Aber, o Gott, welch furchtbares Erwachen hattest du mir bereitet. Gegen 4 Uhr morgens hörte ich auf einmal herzzerreißendes Wehgeschrei. Es war die Stimme meiner Mutter. »Was ist dir begegnet, liebe Mutter?« fragte ich. »O, mein lieber Sohn, du hast keinen Vater mehr. Er ist gestorben.« Bei diesen Worten verlor sie das Bewusstsein und fiel auf den Boden. Während eine Freundin, die bei uns übernachtet hatte, sich ihrer annahm, eilte ich an das Bett des Vaters. Ich drückte ihn an mein Herz, bedeckte ihn mit Küssen und Tränen, ich bewegte ihm den Kopf, drückte ihm die Hände und versuchte, ihn aufzurichten. Ich konnte es nicht glauben, dass er tot sei. Ich kniete nieder und betete zu Gott, dass er meinem Vater das Leben wiedergeben möchte. Alles vergebens. Er war und blieb tot. Er war schon eiskalt. 2 Tage nachher wurde er begraben. Meine Mutter war so überwältigt vom Schmerz, dass sie dem Leichenzug nicht folgen konnte. Ich blieb als ihre einzige irdische Stütze bei ihr. Arme Mutter, wie viele Tränen hast du vergossen? Wo ist die Feder, die es zu beschreiben vermag, was in dem Herzen einer Frau vorgeht, wenn Gott ihr plötzlich in der Blüte des Lebens den Gatten nimmt und sie allein zurückbleiben muss und noch dazu im Elend und mit 3 kleinen Kindern, von denen 2 noch zu jung sind, um den Verlust zu begreifen? Wie langsam vergehen der armen Witwe, die allein ohne Mittel und in der Fremde leben muss, die Stunden des Tages. Wie schmerzlich sind dem Herzen, das alles verloren hat, die schlaflosen Nächte. Wie leer ist das Haus, wenn der nicht mehr da ist, der sein Herr, seine Stütze und Vater war. Jeder Gegenstand, den sie ansieht und jeder Schritt, den sie tut, erinnert sie an den Verlust und stößt ihr das Schwert tiefer ins Herz. Oh, wie bitter sind die Tränen, welche sie vergießt, wenn ihr jüngstes Kind, dem das Geheimnis des Todes noch nicht bekannt ist, sich ihr in die Arme wirft und fragt, »Mama, wo ist der Vater? Warum kommt er nicht heim? Ich fühle mich so verlassen.« Meine Mutter hat diese herzzerreißenden Prüfungen durchgemacht. Ich hörte sie weinen, die langen Stunden des Tages und die längeren Stunden der Nacht. Sehr oft habe ich es gesehen, wie sie auf ihren Knien Gott bat, Erbarmen mit ihr und ihren 3 unglücklichen Waisen zu haben. Ich konnte damals nichts tun, um sie zu trösten, als sie lieben, mit ihr beten
und weinen. Wenige Tage nach dem Begräbnis des Vaters kam der Pfarrer Courtois, derselbe, welcher uns unsere Bibel hatte entreißen wollen. Er galt für reich, und da wir infolge des Todes unseres Vaters arm und unglücklich waren, so dachte ich zuerst, dass er uns Trost und Hilfe bringen werde. Meine Mutter hieß ihn willkommen als einen Engel vom Himmel. Der leiseste Hoffnungsschimmer ist für die Unglücklichen ja so süß. Aber schon seine ersten Worte zeigten uns, dass unsere Hoffnungen vergeblich waren. Er versuchte teilnehmend zu sein und sagte auch etwas vom Vertrauen auf Gott, sonderlich in Zeiten der Prüfung, aber seine Worte waren kalt und trocken. Dann wandte er sich an mich und fragte: »Liest du immer noch die Bibel, mein Kind?« »Ja, mein Herr«, antwortete ich zitternd, denn ich fürchtete, dass er abermals versuchen würde, uns unseren Schatz zu rauben, und ich hatte keinen Vater mehr, der ihn verteidigen konnte. Dann sprach er zu der Mutter: »Madame, ich habe Ihnen gesagt, dass es nicht recht von Ihnen war, dieses Buch zu lesen.« Sie schlug die Augen nieder und antwortete nur mit Tränen. Es folgte ein langes Schweigen, sodann fuhr der Priester fort: »Madame, Sie schulden noch etwas für die Gebete, welche gesungen worden sind, und für die gottesdienstlichen Handlungen, welche Sie für die Ruhe der Seele Ihres Gatten verlangt haben. Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie die Schuld beglichen.« »Herr Courtois«, erwiderte meine Mutter, »mein Mann hinterließ mir nichts als Schulden. Ich muss mit der Hand verdienen, was ich mit meinen drei Kindern brauche, um der armen Waisen, wenn nicht um meinetwillen, nehmen Sie uns nicht das Wenige, was wir noch haben?« »Aber, Madame, was denken Sie? Ihr Mann starb plötzlich und ohne jegliche Vorbereitung. Er ist daher in den Flammen des Fegefeuers. Wenn Sie wünschen, dass er befreit werde, so müssen Sie notwendigerweise Ihre persönlichen Opfer mit den Gebeten der Kirche und den Messen, welche wir darbringen, vereinigen.« »Wie ich Ihnen sagte, mein Mann hat mich völlig mittellos zurückgelassen. Es ist mir ganz unmöglich, Ihnen Geld zu geben.« »Aber, Madame, Ihr Gatte war lange Zeit der einzige Notar in Murray Bay. Er muss sicherlich viel Geld verdient haben. Ich kann's nicht glauben, dass er Sie so ohne jegliche Mittel zurückgelassen habe, dass Sie ihm jetzt nicht helfen könnten, da seine Leiden viel größer sind als die ihrigen. Mein Mann verdiente allerdings viel Geld, aber er gab noch mehr aus. Gott sei Dank, solange er lebte, haben wir keinen Mangel gehabt. Aber kürzlich hat er dieses Haus bauen lassen, und ich fürchte, dass die Gläubiger es mir nehmen werden. Er hat außerdem vor nicht allzu langer Zeit ein Stück Land gekauft, das auch nur halb bezahlt ist und das ich deshalb wahrscheinlich auch nicht werde behalten können. Es ist möglich, dass ich und meine drei Waisen in kurzer Zeit alles verlieren, was er uns hinterlassen hat. Ich hoffe doch, dass Sie, Herr Courtois, nicht der Mann sind, der uns das letzte Stückchen Brot aus dem Munde reißen wird.« »Aber, Madame, die Messen, welche für die Seelenruhe Ihres Gatten dargebracht worden sind, müssen bezahlt werden«, entgegnete der Priester. Meine Mutter bedeckte sich das Gesicht mit dem Taschentuch und weinte. Ich konnte nicht weinen. Ich empfand nur Wut und unaussprechlichen Abscheu. Ich schaute mit zornigem Blick auf diesen Menschen, der den Kummer meiner Mutter so vergrößerte und ihr heißere Tränen auspresste, als sie sonst schon weinte. Ich ballte die Fäuste und zitterte am ganzen Leibe. Die Zähne knirschten mir wie bei großer Kälte. Mein größter Kummer war meine Schwäche gegenüber diesem dicken Priester, dass ich nicht imstande war, ihn aus dem Hause zu werfen und von meiner Mutter wegzujagen. Nachdem sie lange still geweint, schlug meine Mutter die Augen wieder auf und sagte zu dem Priester: »Mein Herr, sehen Sie diese Kuh auf der Weide neben dem Hause? Diese Milch und die Butter von dieser Kuh sind die Hauptnahrung meiner Kinder. Hoffentlich werden Sie uns die nicht nehmen wollen. Wenn jedoch solch ein Opfer gebracht werden muss, um die Seele meines armen Mannes aus dem Fegefeuer zu befreien, so nehmen Sie dasselbe für die Messen, durch welche die verzehrenden Flammen ausgelöscht werden sollen.« Sofort stand der Priester auf mit den Worten: »Recht so, Frau Chiniqui«, und ging hinaus. Und richtig, er wandte sich nach der Wiese und trieb die Kuh weg, dem Pfarrhaus zu. Ich schrie vor Verzweiflung: »Oh, liebe Mutter, er nimmt uns die Kuh! Was soll aus uns werden?« Lord Nairn hatte uns diese Kuh geschenkt, als sie erst 3 Monate alt war. Sie stammte von der besten schottischen Rasse ab.
Ich hatte sie mit eigener Hand großgefüttert und oft mein Brot mit ihr geteilt. Ich hatte sie von Herzen gern, und sie schien meine Liebe zu verstehen und mich gleichsam wiederzuleben. Wo sie mich nur erblickte, kam sie auf mich zugelaufen, um meine Liebkosungen oder was immer ich ihr zu geben vermochte, zu empfangen. Meine Mutter pflegte sie selbst zu melken. Wie weinte sie vor Schmerz, als der Priester das treue Tier wegführte, das einzige, was ihr der Himmel für unsere Kinder noch gelassen hatte. »Warum hast du ihm die Kuh gegeben?« rief ich. »Was sollen wir jetzt anfangen?« »Mein liebes Kind«, erwiderte sie, »ich dachte doch nicht, dass der Priester so grausam wäre. Ach, wenn ich ihn für so unbarmherzig gehalten hätte, würde ich ihm das nicht gesagt haben. Du fragst, was aus uns werden soll? Hast du mir nicht oft aus der Bibel vorgelesen, dass Gott der Vater der Witwen und Waisen ist? Er wird unser Gebet erhören und unsere Tränen ansehen. Lass uns niederknien und ihn um Erbarmen anflehen, dass er uns wiedergebe, was der Priester uns entrissen.« Wir knieten nieder, und sie flehte zu Gott um Erbarmen für ihre Kinder, oft vom Schluchzen unterbrochen. Aber wenn sie nicht mit der Stimme sprechen konnte, so sprach sie mit ihren feuchten Augen und mit der zum Himmel erhobenen Hand. Ich wiederholte ihre Worte unter Weinen und Schluchzen. So hatte ich noch nie beten gehört. Nach dem Gebet war sie ganz bleich und zitterte am ganzen Leib. Kalter Schweiß floss ihr von der Stirn. Ich glaubte, sie müsste sterben und holte schnell frisches Wasser. »Liebe Mutter«, jammerte ich, »lass mich nicht allein auf Erden. Geld, du stirbst doch nicht.« Sie trank einige Tropfen und fing an, sich wieder besser zu fühlen. Darauf zog sie mich an ihre Brust und sagte, »Lieber Sohn, wenn du je Priester werden solltest, so bitte ich dich, sei nie so hartherzig gegen arme Witwen, wie die heutigen Priester es sind.« Dabei fielen ihre heißen Tränen mir auf die Wangen. Das Andenken an diese Tränen hat mich nie verlassen. Ich fühlte sie beständig während der 25 Jahre, in denen ich die unbegreiflichen Irrtümer der römischen Lehre verkündigt habe. Ich war natürlich nicht besser als andere römische Priester. Ich glaubte wie sie an die Lehre von dem Fegefeuer und nahm wie sie, ich bekenne es zu meiner Schande, das Geld, welches die Reichen mir für die Messe gaben, wenn ich es auch den Armen schenkte. Aber die Erinnerung an jene Worte meiner Mutter hat mich vor solcher Hartherzigkeit gegen die armen Witwen bewahrt, deren die meisten römischen Priester schuldig sind. Der Herr selbst hatte wohl meiner Mutter diese so einfachen und doch so beredeten, herrlichen Worte in den Mund gelegt, als eine seiner Gnadenverweisungen gegen mich. Nie haben Roms Hände jene Tränen auszuwischen vermocht. Diese Worte meiner Mutter hat kein papistischer Trugschluss mich vergessen lassen. Wie lange, o Gott im Himmel, soll diese sich von den Tränen der Witwen und Waisigen sättigen? Willst du dich nicht der zahlreichen Völker erbarmen, die noch die Opfer dieser Irrlehre sind? O, nimm doch den Schleier weg, welcher den Priester und dem Volke auf den Augen liegt, wie du ihn mir von den Augen genommen hast. Lehre sie erkennen, dass sie nicht von diesem erfundenen Feuer Reinigung zu erhoffen haben, sondern nur von dem Blute des Lammes, das auf Golgatha zu unserem Heile vergossen worden ist. Der Geburtstag des Priesters. Gott erhörte die Gebete der armen Witwe. Wenige Tage, nachdem der Priester unsere Kuh weggenommen hatte, erhielt meine Mutter zwei Briefe, den einen von ihrer Schwester Genoveva, den anderen von Tante Katharine. Die erstere, also Genoveva, die an einen Müller namens Stefan Eschenbach in St. Thomas verheiratet war, riet ihr, alles zu verkaufen und samt ihren Kindern zu ihr zu ziehen. »Wir haben keine Kinder«, schrieb sie, »und Gott hat uns Überfluss gegeben. Wir wollen gerne mit dir und deinen Kindern teilen.« Die andere Schwester war ebenfalls verheiratet, und zwar in Kamouraska, an Herrn Amable Dion. Sie schrieb, da sie erst kürzlich ihren einzigen Sohn verloren hätten, wollten sie gerne mich, den 12-jährigen Karl, an dessen Stelle erziehen. Später könne ich dann die Stütze der Mutter werden, sie möge inzwischen die Opferte ihrer Schwester Genoveva annehmen und mit den beiden anderen Kindern zu ihr ziehen. Und so geschah es auch. In wenigen Tagen waren alle unsere Möbel verkauft. Unglücklicherweise ging dabei meine teure Bibel verloren. Wohin sie gekommen ist, konnte ich nie erfahren. Hatte vielleicht meine Mutter aus Furcht vor den Drohungen des Priesters sie beseitigt, jetzt, wo der teure Vater sie nicht mehr verteidigen konnte?
Oder hatten meine Verwandten sie nach dem Wunsche des Feindes der Wahrheit dem Feuer überliefert? Ich weiß es nicht. Nur das weiß ich, dass ich den Verlust schmerzlich empfand. Er war für mich einstweilen unersetzlich. Der Abschied von meiner geliebten Mutter und meinen jüngeren Brüdern schmerzte mich sehr. Ich wurde aber in etwas getröstet durch den freundlichen Empfang, den mir Onkel und Tante Dion bereiteten. Nachdem sie erfahren hatten, dass es mein Wunsch sei, Priester zu werden, ließen sie mir durch den Vikar von Kamouraska, Reverend Morin, Privatunterricht im Lateinischen erteilen. Dieser Priester galt als gelehrter Mann. Er stand damals im Alter von 40 bis 50 Jahren. Früher Priester im Distrikt von Montreal, war er wegen einer Skandalgeschichte nach seinem jetzigen Posten versetzt worden, wo man sein früheres Leben weniger genau kannte. Gegen mich war er sehr gut und ich liebte ihn von ganzem Herzen. Ich hatte schon einige Zeit seinen Unterricht genossen, als er mir eines Tages mitteilte, dass der Hauptpriester des Ortes, Pfarrer Warren, demnächst seinen Geburtstag mit einem großen Festessen zu feiern gedenke. Bei dieser Gelegenheit, sagte er mir, wollen ihm die vornehmsten Bürger der Gemeinde ein prachtvolles Bukett überreichen, samt einer Adresse, die ich zu schreiben beauftragt bin. Du sollst sie dann dem Herrn Pfarrer vortragen. Aber ich bin ja noch so jung. Umso schöner wird es sein, meinte der Vikar. Nun, ich will es versuchen, entgegnete ich, aber unter der Bedingung, dass die Adresse nicht zu lang wird und ich Zeit genug erhalte, sie auswendig zu lernen. Der Vikar versprach's. Ich lernte meine Sache und der Festtag kam. Die beste Gesellschaft von Kamouraska, bestehend aus etwa 15 Herren und ebenso vielen Damen, versammelte sich am Abend des Geburtstags in den prächtigen Räumen des katholischen Pfarrhauses, der Jubilar in ihrer Mitte. Plötzlich öffnete sich die Türe und hereintrat Herr Pascal Taschi, der Präsident der Pfarrei, samt seiner Gemahlin. Die Herrschaften führten mich an der Hand hinein und stellten mich in die Mitte der Gesellschaft, gerade vor den Priester. Mein Haupt war mit einem Blumenkrane geschmückt, denn ich sollte den Engel der Gemeinde vorstellen, der im Namen derselben dem Pfarrer die Gefühle der Bewunderung und des Dankes ausdrücken sollte, die sie gegen ihn empfand. Ich trug den Inhalt der Adresse vor und überreichte alsdann dem Priester das kunstvoll arrangierte Bukett, das die Damen mit viel Geschmack der feierlichen Gelegenheit anzupassen verstanden hatten. Pfarrer Varin war ein kleiner, aber wohlgebauter Mann. Seine dünnen Lippen schienen immer zu einem freundlichen Lächeln bereit. Seine auffallend weiße Haut wurde noch verschönert durch seine roten Wangen. Verstand und Güte schauten aus seinen schwarzen Augen hervor. Er unterhielt seine Gäste auf das Liebenswürdigste. Solche Familienfeste waren ihm eine wahre Freude. Durch die an ihn gerichtete Ansprache wurde er zu Tränen gerührt, und diese blieben auch seinen Gästen nicht erspart, als er ihnen mit bewegter Stimme für die hohe Ehre dankte, die sie ihm angetan. Kaum hatte er geschlossen, so stimmten die Damen ein wunderschönes Lied an. Mittlerweile öffneten sich die Flügeltüren, die aus dem Empfangszimmer in den Speisesaal führten, und wir sahen vor uns eine lange Tafel, reich besetzt mit den köstlichsten Gerichten und Weinen, welche man in Kanada auftreiben kann. Zum ersten Mal in meinem Leben nahm ich an einem priesterlichen Diner teil. Man kann sich denken, wie ich alles mit größter Aufmerksamkeit betrachtete. Außer Pfarrer Varin und seinem Vikar waren noch drei andere Priester zugegen, die man recht geschmackvoll zwischen den schönsten Damen der Gesellschaft placierte. Nachdem uns die Damen etwa eine Stunde lang mit ihrer Gegenwart beehrt hatten, zogen sie sich in den Salon zurück. Kaum war die letzte von ihnen verschwunden, so stand der gefeierte Priester Herr Varin auf und sagte, »Meine Herren, lassen Sie uns auf die Gesundheit der liebenswürdigen Damen trinken, deren Anwesenheit den ersten Teil unseres Festchens so lieblich gestaltet hat.« Die Herren ließen sich das nicht zweimal sagen. Jedermann füllte sein hohes Glas und leerte es in einem Zuge zu Ehren der Damen. Nicht lange danach stand Herr Taschi auf und brachte auf die Gesundheit des hochgeehrtesten und geliebtesten Priesters von Kanada, Herrn Varin, seine Wünsche an. Wieder wurden die Gläser gefüllt und geleert, ausgenommen das meinige, denn zum Glück saß ich neben meinem Onkel, der, als er sah, wie ich mein erstes Glas leerte, mich mit strengem Blick anschaute und drohte, »Wenn du noch eins trinkst, so schicke ich dich vom Tisch! Ein kleiner Knabe wie du soll nicht trinken, sondern das Glas nur mit seinen Lippen berühren.« Es wäre mir kaum möglich, alle die Gesundheiten aufzuzählen, die getrunken wurden, nachdem die Damen uns verlassen hatten.
Nach jeder solchen Gesundheit musste ein Lied gesungen oder eine Geschichte erzählt werden, von welchem mehrere mit riesigem Beifall und lautem Gelächter angehört wurden. Endlich kam die Reihe auch an mich. Ich sollte auch eine Gesundheit ausbringen. So sehr ich mich auch weigern mochte, es half nichts. So stand ich endlich auf meine kurzen Beine und sagte zu Pfarrer Varin gewandt: »Lasst uns trinken auf die Gesundheit des Heiligen Vaters, des Papstes.« An unseren Heiligen Vater, den Papst, hatte wirklich noch niemand gedacht. Dass sein Name unter solchen Umständen und dazu noch von einem Knaben erwähnt wurde, entflammte die Priester und ihre fröhlichen Gäste zu einer wahren Begeisterung. Sie brachen in schallendes Gelächter aus, stampften mit den Füßen und schrien: »Bravo, bravo, auf die Gesundheit des Papstes!« Alle standen auf und nach Herrn Varins Aufforderung wurden die Gläser abermals gefüllt und ausgetrunken. So viele Gesundheiten konnten nun wirklich nicht getrunken werden, ohne dass man die natürlichen Folgen davon merkte. Das erste Opfer war ein Priester, welcher Noel hieß. Er war ein großer Mann und ein starker Trinker. Ich hatte mehr als einmal bemerkt, dass er anstatt aus dem Weinglas aus einem großen Humpen trank. Als man endlich die ersten Zeichen von Betrunkenheit an ihm wahrnahm, erregte das nicht etwa das Bedauern seiner Brüder, sondern nun fingen sie recht an zu lachen. Er bemühte sich, sein Glas noch einmal zu füllen, aber seine Hand war nicht mehr imstande, die Flasche zu halten. Sie entglitt ihm, fiel zur Erde und brach in Stücke. Um seine gute Laune dennoch aufrechtzuerhalten, hob er einen Bacchantengesang an, konnte ihn jedoch nicht beendigen, da seine Zunge schon allzu schwer war. Jetzt ließ er seinen Kopf auf den Tisch niedersinken, versuchte aber gleich darauf wieder aufzustehen, was ihm jedoch nicht gelang. Er sank schwerfällig in seinen Stuhl zurück. Schließlich machte er unter dem beständigen Gelächter der anderen Priester und Gäste eine verzweifelte Anstrengung. Er stand auf, hatte aber kaum zwei oder drei Schritte getan, als er, so lang wie er war, zur Erde fiel. Jetzt eilten seine beiden Tischnachbarn ihm zu Hilfe. Aber sie hatten selbst zu wenig festen Stand hierzu. Zweimal rollten sie mit ihm unter den Tisch. Endlich erhob sich ein anderer, dem der Wein weniger getan hatte, packte Noel bei den Füßen und schleppte ihn in ein anstoßendes Zimmer, wo er ihn liegen ließ. Diese erste Szene befremdete mich sehr, denn ich hatte nie zuvor einen betrunkenen Priester gesehen. Was mich aber noch mehr verwunderte, war das Gelächter der anderen Priester über den Vorfall. Es folgte aber noch eine weitere Szene, die mich sehr traurig stimmte. Mit mir nahm nämlich noch ein anderer Knabe an dieser Festlichkeit teil, Achilles Tache, der Sohn des oben genannten Präsidenten der Pfarrei. Dieser war nicht, wie ich, ermahnt worden, nur mit seinen Lippen das Glas zu berühren. Mehr als einmal hatte er es gelehrt. Auch er fiel schließlich zu Boden vor den Augen seines Vaters, der selbst schon zu voll war, um ihn wieder aufhelfen zu können. Er schrie laut: »Ich muss ersticken!« Ich versuchte, ihn aufzurichten, war aber zu schwach dazu. Nun lief ich nach seiner Mutter. Sie kam mit einer anderen Dame, aber inzwischen hatte der Vikar den Knaben in ein anderes Zimmer getragen, wo er einschlief, nachdem er den Wein von sich gegeben hatte. Der arme Achilles! Im Hause seines eigenen Priesters lernte er so den ersten Schritt tun auf dem Wege der Schwelgerei und Trunkenheit, auf welchem er 15 Jahre später um all sein Hab und Gut kam, Frau, Kinder und schließlich noch sein eigenes Leben verlor. Als die Herren endlich genug gesungen, gelacht und getrunken hatten, stand der Gastgeber auf und schlug vor, man wolle die Damen nicht länger allein lassen. Sein Vorschlag wurde angenommen und man begab sich, so gut es eben unter den obgewaltenden Umständen ging, in den Salon hinüber, wo die Damen die Gesellschaft mit Musik und Gesang unterhielten. Es wollte aber doch keine recht vergnügte Stimmung mehr einkehren. Die Damen, namentlich Frau Tasche, schienen etwas gedrückt, denn es konnte ihnen nicht entgehen, in welchem Zustand sich ihre Männer befanden. Der Gastgeber schien das zu bemerken, und um wieder Leben in die Gesellschaft zu bringen, schlug er vor, man wolle ein Spiel machen, zum Beispiel Blinde Kuh. Dieser glückliche Einfall wurde allgemein beklatscht. »Aber wer will sich zuerst die Augen verbinden lassen?« fragte der Priester. »Sie selbst, Herr Varin«, schrien alle Damen, »Sie müssen uns das gute Beispiel geben, das wir dann auch befolgen werden.« Der Priester musste gehorchen. Unverzüglich band ihm eine der Damen ihr parfümiertes Taschentuch vor die Augen. Er war zwar nicht sehr betrunken, hatte aber doch mehr als genug, obschon er viel vertragen konnte.
Seine Bewegungen waren infolgedessen so komisch, dass man sich fast krank lachen musste. Nachdem er lange genug niemanden erwischt hatte, gelang es ihm endlich, eine Dame, die ihm zu nahe gekommen war, am Arm zu packen. Im Bestreben, sich loszureißen, stürzte dieselbe zu Boden und riss den Priester, den der Wein sowieso unsicher gemacht hatte, mit sich hinunter. Das gab eine Szene, deren Beschreibung ich mir lieber ersparen will. Das Beste daran war, dass dieser Fall des hochwürdigen Herrn nicht nur der blinden Kuh, sondern der ganzen Festlichkeit ein Ende machte. Die Priester aber lasen am anderen Morgen ihre Messe, als ob nichts geschehen wäre. Die Vorbereitung zur ersten Kommunion. Die römisch-katholischen Priester bereiteten die ihnen anvertrauten Kinder mit größtmöglicher Sorgfalt auf den Zeitpunkt vor, wo diese zum ersten Mal die Hostie nehmen sollen. Während 2 bis 3 Monaten im Jahr müssen die Kinder von 10 bis 12 Jahren fast alle Tage zur Kirche gehen, um den Katechismus auswendig zu lernen und die Erklärungen des Priesters zu vernehmen. Der Priester, der uns in Kamouraska diesen Unterricht erteilte, war der schon erwähnte Vicar Morin. Er war außerordentlich gut gegen die Kinder. Wir verehrten und liebten ihn dann auch aufrichtig. Seine Unterrichtsstunden dauerten zwar etwas lang, aber wir hörten ihn gerne, denn er verstand es, immer neue und interessante Geschichten in seine Reden einzuflechten. Der Katechismus, nach welchem unterrichtet ward, ist die Grundlage all des Götzendienstes und Aberglaubens, den die römische Kirche für die Religion Jesu Christi ausgibt. Ihm verdankt sie zu einem großen Teil die Verehrung, mit welcher die Katholiken zum Papste und dessen Stellvertretern emporschauen. Durch ihn hat sie aber auch die heiligsten Wahrheiten des Evangeliums entstellt. Vermittelst dieses Katechismus wird Jesus aus den Herzen genommen, für die er einen so teuren Preis bezahlt hat, und Maria wird an seine Stelle gesetzt. Aber dieser große Betrug ist so geschickt durchgeführt, dass es einem arglosen Kind nahezu unmöglich ist, der Falle zu entgehen, die ihm da unter so viel poetischen Blumen und Bildern gestellt wird. Ich will dies beweisen, indem ich einfach den Hergang einer Unterrichtsstunde schildere. Eines Tages sprach der Priester zu mir: »Steh auf, mein Kind, und beantworte mir die vielen wichtigen Fragen, die ich an dich richten will.« Als ich aufgestanden war, hob er an: »Mein Kind, wenn du dich zu Hause verfehlt hast, wer hat dich da zuerst gestraft, der Vater oder die Mutter?« Ich erwiderte zögernd: »Der Vater.« »Du hast recht geantwortet, mein Kind«, sagte der Priester. »Der Vater verliert gewöhnlich schneller die Geduld mit den Kindern und ist auch eher bereit, sie zu strafen, als die Mutter. Sage uns nun aber auch noch, wer hat dich denn strenger bestraft, der Vater oder die Mutter?« »Der Vater«, entgegnete ich ohne langes Besinnen. »Und?«, fragte der Priester weiter. »Wenn du Züchtigungen verdient hast, kam da nicht manchmal sogar die Mutter und nahm dem Vater den Stock aus der Hand, um für dich um Gnade zu bitten?« »Doch freilich«, bestätigte ich, »Mutter hat das mehr als einmal getan und rettete mich dadurch vor harter Strafe.« »Siehst du«, sagte der Priester, »so ist es nicht nur dir gegangen, sondern wahrscheinlich allen deinen Kameraden hier. Oder haben nicht eure Mütter euch öfters vor verdienter Strafe geschützt?« »Doch, Herr Pfarrer«, riefen sie alle. »Noch eine Frage. Wenn der Vater dich schlagen wollte, hast du dich dann nicht etwa in die Arme der Mutter geflüchtet?« »Oh doch«, erwiderte ich, »und sie hat oft auch für mich um Verzeihung gebeten, so dass ich straflos ausging.« »Recht so«, fuhr nun der Priester fort, indem er sich zu den übrigen Kindern wandte. »Ihr habt alle einen Vater und eine Mutter im Himmel. Euer Vater ist Jesus, eure Mutter ist Maria. Vergesst nun nicht, dass das Herz einer Mutter immer viel zarter und mehr zum Erbarmen geneigt ist als dasjenige eines Vaters. Ihr beleidigt euren Vater im Himmel sehr oft durch eure Sünden, dann macht er sich auf, um euch zu strafen. Er droht euch mit seinem Donner zu zerschmettern, er öffnet die Pforten der Hölle, um euch dort hinabzuwerfen, und sicherlich hätte er euch schon längst verdammt, hättet ihr nicht eine so gütige Mutter im Himmel, die euren zornigen und aufgebrachten Vater immer wieder entwaffnet hat. Wenn Jesus euch strafen will, wie ihr es verdient habt, so eilt die gute Jungfrau Maria zu ihm und beschwichtigt seinen Zorn. Sie stellt sich zwischen ihn und euch und hindert ihn, euch zu schlagen. Sie spricht zu euren Gunsten, bittet für euch um Vergebung und erlangt dieselbe auch.
So flieht denn zu ihr, wie euer Freund Chiniqui in die Arme seiner Mutter floh, wenn der Vater ihn strafen wollte. Werft euch in die Arme der Mutter Gottes. Vertraut auf die Macht, die sie über Jesum hat. Ihr könnt sicher sein, dass ihr durch sie gerettet werdet. Auf so unverschämte Weise verdrehen die römischen Priester das Evangelium. In der römischen Kirche ist es nicht Jesus, sondern Maria, welche die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes gegen den Sünder darstellt. Nicht Jesus, sondern sie rettet den Sünder. An sie soll er sich darum auch wenden, auf sie sein ganzes Vertrauen setzen, denn Jesus ist nach dieser Irrlehre immer darauf aus, den Sünder zu strafen, Maria aber ihn zu begnadigen. Auf diesem Wege ist die römische Kirche in den Götzendienst zurückgefallen. Es ist das alte Heidentum unter einem neuen Namen. Dem Geschöpf wird mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer und Erlöser, der da gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Aus dem ersten Buch Römer, Vers 25. Das erste Buch der Römer muss man absolut gelesen haben. Nun, die Lesung hat 50 Minuten gedauert. Ich dachte, es wäre viel länger geworden. Hat mir viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Am Anfang hatte ich euch gesagt, dass dieses Buch von demselben Schlachter aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde, der auch die Bibel, die Schlachterbibel, übersetzt hatte. Und es steht hier auch, dass er ein Freund von Schlachter war. Naja, Chiniqui kam auch nach Europa rüber. Das könnt ihr auf der Wikipedia-Seite über Chiniqui nachlesen, die ich hier jetzt im Video groß einblende. Und die Frage ist, ja, was ist denn jetzt die schlechte Nachricht, Jörg? Das deutsche PDF hat 355 Seiten. Das englische Originalbuch hat 470 Seiten. Und jetzt kommt der Punkt. Um nicht die Meinung zu erwecken, und das ist nicht Charles Chiniqui, der hier schreibt, sondern das sind die Übersetzer. Das sind diejenigen, die das Buch rausgebracht haben. Hört gut zu. Um nicht die Meinung zu erwecken, als sei es uns bei der Mitteilung von Pater Chiniquis Erlebnissen darum zu tun, die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche anzugreifen, überschlagen wir hier eine Reihe von Kapiteln. Nicht nur ein Kapitel, wir überschlagen eine ganze Reihe von Kapiteln, in welchen dieser ehemalige katholische Priester über seine Studien berichtet, die er im kanadischen Priesterseminar gemacht hat. Wir sagen nur so viel, dass aller Unterricht in dieser Anstalt darauf hinauslief, aus dem Studenten ein willenloses Werkzeug der Kirche und des Papstes zu machen, das weder seiner eigenen Vernunft noch seinem Gewissen folgen darf, noch auch der Heiligen Schrift, die übrigens diese zukünftigen Priester nicht einmal lesen dürfen, außer in dem Sinne, wie sie von der Kirche ausgelegt wird. Charles Chiniqui, der im Priesterseminar als Bibliothekar funktionierte, fand die Bibel in der dortigen Bibliothek unter den verbotenen Büchern gestellt, so dass als er an einem freien Nachmittag sich trotz des Verbotes darin vertieft hatte, er dies des folgenden Tages seinem Oberen als eine schwere Sünde berichten musste oder beichten musste. Ja, seinem Oberen beichten, da fängt es schon mal an. Ne? Man beichtet Jesus Christus und nicht einem Menschen. Als ihm dann bei seiner Weihe zum Priester die Bibel von dem amtierenden Bischof vorgehalten wurde, mit dem feierlichen Befehl, dieselbe zu studieren und zu predigen, da sei es, so erzählt er uns freilich, wie ein Lichtstrahl durch seine Seele gegangen. Aber auch wie ein darauffolgender Donnerschlag sei es für ihn gewesen, als er schwören musste, er wolle die Heilige Schrift nie anders auslegen, als nach der übereinstimmenden Erklärung der Kirchenväter, von denen manche einander doch in fast allen Punkten widersprechen. Doch übergehen wir diese unerquicklichen Erörterungen und lassen wir Chiniqui davon erzählen, wie er sein Priesteramt antrat. So.
Übergehen wir diese unerquicklichen Erörterungen und lassen wir Chiniqui davon erzählen, wie er sein Priesteramt antrat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich fürchterlich gefreut, als ich von meinem Bruder in Christus dieses Buch 50 Jahre in der Kirche von Rom von Charles Chiniqui hier im Original, und das ist Charles Chiniqui in einem der Bilder, wie man ihn dargestellt, als ich dieses Buch damals empfangen hatte. Es hat mich unglaublich gefreut. Ich dachte, das ist ja toll. Jetzt kann ich das Buch, das geschichtlich so wichtig ist, auch für die Arbeit, für die Aufarbeitung des Attentates an Abraham Lincoln, kann ich das sogar in Deutsch meinen Lesern erzählen. Und dann fange ich an, dieses Buch zu lesen und komme auf der Seite 18 im PDF, 19 im Buch, wie wir hier gelesen haben, diesen wichtigen Teil, mit dem ich hier gerade eben angefangen habe, ja, diesen, in Blau, könnt ihr ja selbst nochmal nachlesen, dann komme ich zu dieser Stelle und ich sage, ach du großer, naja, Mist. Da freut man sich darauf, so ein Buch zu lesen, und dann nehmen sich die Übersetzer das Recht, das Buch zu zensieren. Mein ganzes Ministerium in Joggler 66, Stunde der Wahrheit, Hour of the Truth, geht nur darum, die ständigen Lügen und die Illudatrie der römisch-katholischen Kirche bloßzustellen. Dann schreibt ein Priester, der so viele Jahre in der römisch-katholischen Kirche gedient hat als Priester, ein Buch darüber, und die deutschen Übersetzer haben nichts anderes zu tun, als die wichtigsten Dinge herauszuschneiden. Mindestens 70 Seiten. Meine lieben Zuschauer, meine lieben Zuhörer, es tut mir leid. Ich bin nicht bereit, dieses zensierte Buch weiterzulesen. Wer die Geschichte über Abraham Lincoln, den Zusammenhang von Charles Chiniqui und seine Erfahrung in der Ausbildung der römischen Kirche und seine Erfahrung 50 Jahre als Priester in der römischen Kirche erfahren will, der muss sich entweder das deutsche Buch selbst kaufen, wo es ja zensiert ist und halt nicht ganz drin steht, oder aber er muss sich des Englischen bemächtigen und muss das englische Buch lesen. Ich werde nicht ein zensiertes Buch lesen. Schade. Wirklich schade. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, das lesen zu können. In Stunde der Wahrheit. Aber mir ist die Wahrheit wichtiger, als irgendwelche Videos zu machen und was weiß ich, Zuschauerzahlen zu kriegen und so weiter und so weiter. Mir ist nur eins wichtig. Die Wahrheit. Und wenn ein Priester so ein Buch schreibt und die Wahrheit rausbringt und das im Englischen ganz normal zur Verfügung steht, mein Freund Brad Norman hat übrigens eine gedruckte Kopie des Buches in der Hand, und selbst da ist anscheinend in dem Druck, den er hat, manche Erklärung auch ein bisschen ausführlicher als in dem PDF, das ich nur zur Hand habe. Aber wenn die deutschen Übersetzer sich die Freiheit nehmen, dieses Buch zu zensieren und mehrere Kapitel rauszuschneiden, dann bin ich nicht derjenige, der sich dazu bereit erklärt, dieses Buch zu lesen. Auch wenn ich euch damit vielleicht die wichtige Information über das Attentat Lincolns oder sowas vorenthalte, auch wenn ich euch vielleicht den Spaß nehme, dieses Buch zu lesen, weil die Lesung, die ich gerade eben gemacht habe, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Habt ihr ja wahrscheinlich auch gehört, auf die Art und Weise, wie ich das gelesen habe. Ich hatte das übrigens nicht vorbereitet. Es ist schon Monate her, dass ich das gelesen hatte und dass ich mir das bewusst war. Deswegen lief ich ja auch die ganze Zeit schwanger mit dem Gedanken, Jörg, was machst du damit? Willst du nur ein Video machen und den Leuten erklären, warum du das Buch nicht liest? Ich dachte, nee, ich tue so, als ob ich das Buch lese und werde euch dann die Wahrheit sagen, die die Autoren selbst schreiben, indem sie sagen, ja, wir wollen nicht die Meinung erwecken, dass es uns bei der Mitteilung um Vater Chiniquis Erlebnisse darum geht,
die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche anzugreifen. Das ist doch genau das, was mein Ministerium ist. Die Lehren und Gebräuche der römisch-katholischen Kirche nicht nur angreifen, sondern offen zu legen und sie gegenüber das zu stellen, was die Bibel sagt, was Jesus Christus sagt. Also, bis zu dieser Seite 19 in dem PDF habe ich gelesen. Weiter werde ich nicht lesen, dieses Buch. Entschuldigung dafür, wenn ich euch jetzt dafür interessiert habe. Lernt Englisch. Lest das englische Original. Das ist nicht zensiert. Das deutsche Buch ist zensiert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die in Deutsch ganz anders sind als oftmals im Original. Oder selbst wenn es im deutschen Original besteht und dann ins Englische übersetzt wird und die deutschen Dinge dann auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Viele Beispiele davon, zum Beispiel von Martin Luther. Aber das ist eine andere Sache, ein anderes Thema, ein anderes Video. Da komme ich auch mal drauf zurück. Ich habe mir nämlich von Martin Luther ein Buch bestellt, das ich im Englischen hier im Augenblick in der Hand halte. Das heißt Luther's Works, Luther's Arbeiten. Volume 41, also 41. Teil. Church and Ministry, Kirche und Ministerium. Ja. Das Buch habe ich mir in Deutsch bestellt, weil ich es in Englisch bereits zum Teil gelesen habe. Nämlich der letzte Teil des Buches, nachdem das gegen Hans Wurst geht, das kennt ihr ja vielleicht von 1541, hat Luther einen Teil geschrieben, der heißt Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil. Ja, gegen das römische Papsttum, eine Institution des Teufels von 1545. Das Buch in Englisch halte ich hier in meiner Hand und das werde ich auch lesen. Aber ich habe es mir auch in Deutsch bestellt und es wird mir innerhalb weniger Wochen normalerweise zugestellt, hoffe ich, wenn alles funktioniert. Und dann halte ich es in deutscher Hand und dann werde ich es in Deutsch lesen. Nicht, dass ich Lutheraner geworden bin, genauso wenig wie ich Siebentagsadventist geworden bin, weil ich das Buch von Kobialka lese. Aber in dem Buch von Kobialka stehen verdammt viele interessante Wahrheiten drin, die man einfach mal an die Öffentlichkeit bringen muss. Dass Siebentagsadventisten Tint ist, also gefärbt ist, ja, okay, und da werde ich auch immer wieder darauf hinweisen, wenn ich das lese, aber das tut der Wahrheit keinen Abbruch, die darin zu finden ist. Man muss eben, wie man im Englischen so schön sagt, eat the meat and spill out the bones, ja, das Fleisch essen und die Knochen ausspucken. Die Falschlehren ausspucken und offenbar machen, aber das Gute behalten. Und genau das habe ich hier mit dem Buch von Charles Chinnicky getan. Ein tolles Buch, das einen sehr schönen Anfang hatte, das viel Spaß gemacht hat zu lesen. Also ich habe damit wirklich Spaß gehabt mit der Lesung hier. Aber es tut mir leid, ich kann es euch nicht zu Ende vorlesen. Aufgrund der Zensur der Menschen von derselben Ausgeberei, die Schlacht der Bibel rausbringen. So, jetzt sagen sie hier, dass sie in diesem Buch halt, dass es ihnen nicht darum geht, die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche anzugreifen, was ist denn dann ihre Übersetzung der Bibel wert? Weil in der Bibel wird ja wohl alles über den Antichristen im Neuen Testament und so weiter erzählt, wo eben viel gefälscht ist. Auch vielleicht ist es dann ja auch nicht deren Absicht, die wahren Worte der Bibel wiederzugeben, weil man könnte ja vielleicht die römisch-katholische Kirche sonst in Verlegenheit bringen. Jetzt wisst ihr, warum ich nichts von solchen Bibeln halte, sondern mich an die König James, die King James Bibel im Englischen halte. Also, bringe das Video hiermit zu einem Ende. Ich danke fürs Zuhören, Zuschauen. Ich freue mich schon auf die Kommentare und ihr könnt euch freuen auf mein nächstes deutschsprachiges Video, das ich wohl demnächst rausbringen werde. Soweit noch einen schönen Tag. Möge Gott euch beschützen, behüten und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Jockler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.